Jetzt der Kollege Schatz nicht da, aber normalerweise muss ich nach der Kollegin Beer genau das Umgekehrte. Nein, ist egal. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren auf der Tribüne und zu Hause. Der Kollege Abuschat hat mir leider die Idee geklaut. Ich wollte ja eigentlich den Wikipedia-Artikel vorlesen zum Thema Gerrymandering, Entschuldigung, jetzt habe ich, aber ich lese nur den einen Teil vor. Nein, Jerry ist richtig. Ja, das tut mir leid. Jetzt muss ich es vorlesen. Es tut mir leid, Herr Kollege Witzel. Benannt nach dem Gouverneur von Massachusetts, Average Gary. Gary mit G. Der war im frühen 19. Jahrhundert. Der kam aus Massachusetts. Ja, ich kann das gut aussprechen. Später war er Vizepräsident der USA, dessen Wahlbezirk nach einem Neuzuschnitt einem Salamander glich. Daher auch Gary und Mander wie Salamander. Obwohl Garys Name mit einem harten G ausgesprochen wird, ist heute für das Wort Gerrymandering die Aussprache mit dem Wort Dschungel, wie im Wort Dschungel üblich. Herr Witzel, Wikipedia, es tut mir leid. So, beim Gerrymandering sind verschiedene Strategien zu unterscheiden. Die FDP hat Angst, und ich lese nur einen Teil vor der Strategie der Verdünnung. Das ist der Wahlkreiszuschnitt so, dass die Opposition den Wahlkreis nicht mehr gewinnen kann und damit die oppositionellen Stimmen verfallen. Das Gerrymandering übrigens ist die absichtliche, dem Stimmgewinn dienende Manipulation der Grenzen von Wahlkreisen bei einem Mehrheitswahlsystem. Jetzt haben wir in Deutschland gar kein Mehrheitswahlsystem, sondern eine Mischung aus einem Mehrheitswahlsystem und dem Verhältniswahlrecht. Für die Direktkandidaten das eine und für die Listenkandidaten das andere. Jetzt ist es so, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, wenn es irgendwelche Zweifel gäbe an dieser Vorlage, wenn es irgendwelche Zweifel für uns gäbe, dass wir sehen, dass konkret etwas geändert werden soll an Wahlkreisen, wo irgendwo es anrüchig klingt, dann wären wir Piraten sofort dabei. Aber die Wahlkreiseinteilung, der Vorschlag, der jetzt unterbreitet wurde, wenn sie verfassungsgemäß durchgeführt werden, und der Vorschlag ist nicht verfassungsgemäß, dann ist das ein rein technischer Vorgang. Das können wir gerne im Hauptausschuss diskutieren. Dafür ist der Hauptausschuss sehr, sehr gut geeignet. Aber für eine Plenarrunde gibt die Vorlage meines Erachtens nach einfach viel zu wenig her. Ich empfehle natürlich die Überweisung. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die